Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Es geht los mit Halo 5 Guardians. Es ist endlich draußen, exklusiv für die Xbox One. Und die Halo-Geschichte wird weitergeführt. Und nach Halo 4 ist dies der zweite Titel, der komplett von 343 Industries hergestellt, programmiert wurde. Bungie ist ja nach Halo Reach ausgestiegen und macht jetzt Destiny. Und die Halo-Geschichte geht aber trotzdem weiter, dank 343 Industries. Und ich freue mich drauf, ich habe jedes Halo-Spiel gespielt, sogar Halo Wars und Halo ODST, Halo Reach. Ich habe alle Teile gezockt und bin daher sehr, sehr gespannt, wie es hier mit der Story weitergeht nach Halo 4. Und jetzt Halo 5 Guardians. Und wir gehen in die Solo-Kampagne hinein und starten hier die neue Mission auf Normal. Und da geht es jetzt in der ersten Mission. Feuerteam Osiris wird damit beauftragt, die meistgesuchte Kriminelle des UNSC aufzuspüren, Dr. Catherine Elizabeth Halsey. Und Dr. Halsey, das ist die, die die Spartans erschaffen hat, die erste Generation sozusagen. Aber sie hat da gegen viele, viele Vorschriften verstoßen, weil sie Kinder entführt hat, aus den Familien gerissen und hat an diesen Kindern Experimente durchgeführt und die wurden dann zu den Spartans, so wie auch der Master Chief zum Beispiel, aber viele sind auch bei diesen Experimenten gestorben und das sind natürlich auch eine Art Kriegsverbrechen und dafür müssen wir jetzt Halsey jagen und in Gewahrsam nehmen. Die Mission beginnt jetzt, die erste von Halo 5. Guardians auf der Xbox One. Ich bin sehr gespannt, was sie da optisch nochmal rausgeholt haben jetzt hier auch, weil das jetzt ja, das erste Halo ist für die neue Konsole. Master Chief Collection gab es zwar auch, aber das waren die alten Teile. Und jetzt geht's los mit der Videosequenz. Das ist Catherine Halsey. Miranda Keys auf dem Bild. Spartan Log. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Ich glaube, das war damals noch in der Schwertbasis, als Cortana dann auf Reach abgeholt wurde mit dem Kanister. Feuerteam Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dama. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartan Lock. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Lock, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Thank you.
Main Log. Verstanden, Tanaka. Spartan Buck, online und bereit. Spartan Main online. Entsichert. Kontakt! Yo, wenn das mal nicht eine Einleitungssequenz war hier. Meine Fresse. Und das Plasmaschwert in den Hals. Vorsicht! Die hätten wir. Die hätten wir. Whale, hör den Funk ab. Bestätigt. Buck, Tanaka, sichert ab. Okay. Hi. Okay, das ist also Fireteam Osiris. Wir haben zwei Blaze dabei, Tanaka und Vale. Und der gute Buck hier, den kennen wir schon. Den kennen wir schon aus dem Spiel Halo ODST. Da war er mit dabei. Er ist eigentlich früher nur ein ODST gewesen, also von der Einheit. Man sieht das auch hier, dass er sogar noch seine alte Rüstung trägt mit dem Helm. Typische ODST-Klamotte. Und ist jetzt hier in einem Spartan-Fireteam dabei. Und als Schauspieler ist er... wird er gespielt von Nathan Fillion. Den kennt man zum Beispiel aus Castle. Und der hat ihn auch schon in ODST gespielt. Und der ist jetzt hier in Halo 5 wieder mit am Start. Sehr, sehr überraschend, dass der jetzt hier aufgenommen wurde in so ein Spartan-Team. Aber die Spartans, man sieht es ja auch so, die sind kleiner als die erste Spartan-Generation wie der Master Chief jetzt zum Beispiel. Das ist ja die neuere Generation. Die sind nicht mehr genmanipuliert. Das sind einfach nur Elite-Soldaten, die in so eine Rüstung gestopft wurden. Und bei weitem nicht ganz so kräftig gebaut und so wie ein Master Chief. Wir werden nicht auf uns warten. Wir sollten uns beeilen. Aber jetzt genug erzählt. Jetzt geht's hier in die Schlacht, die schon am Toben ist. Sie und dem Dame haben sich in der Blutsväterstruktur direkt vor uns verschanzt. Das ist unser Ziel. Rossi hat uns gerufen? Sie sagte, es würde etwas ganz Großes vor sich gehen und hat Captain Lasky ihre Koordinaten gegeben. Muss echt was Großes sein. Oder eine echt große Falle. Captain Lasky auch wieder mit dabei, der Captain der Infinity, die man aus Halo 4 schon kennt. Und Sarah Palmer haben wir auch gesehen, die Anführerin des Spartan-Teams da, die auch mit der Infinity zusammenarbeitet. Also bekannte Gesichter aus Halo 4. Feinde, ja. Und die Allianz kämpft hier schon gegen die Blutsväter. Wir haben das Kampfgewehr hier und können damit sogar jetzt auch ranzoomen, so. Das Kampfgewehr hatte immer eine Zoom-Stufe. Aber so ist jetzt halt was Neues. Aber es ist Halo-typisch. Werde ich angeschossen und befinde mich so im Zoom und werde angeschossen, dann geht dieser Zoom weg. Ja, das ist das Typische an Halo. Was mir eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Ich frage mich, was Dr. Halsey mit einem Eliten zusammen macht. Was die da planen. Magnum auch am Start. Erstmal wieder an Halo gewöhnen. Wenn man die ganze Zeit nur Destiny gespielt hat, ist natürlich immer das Gleiche. Bei jedem Spiel fühlt sich halt anders an beim Zocken. Grafik ist auf jeden Fall nett. Erinnert sehr stark an Halo 4, ist ja klar. Aber geht. Wie viel Munition habe ich noch hierfür? Weiter in Richtung Halseys Position. Na, ist fast leer. Egal, ich behalte sie nochmal.
Blutsväter-Soldaten! Hoch auf die Klippen, hinterher! Blutsväter-Soldaten, okay. Ah, dann A drücken, um zu klettern. Ja, Soldaten haben sich durch die Eiswand teleportiert. Die haben sich durch die Eiswand teleportiert. Das ist aber nicht nett von denen. Rennen Sie und drücken Sie dann RB für einen Spartan-Ansturm. Okay. Jawohl, ja. Siehst du, warum durchteleportieren, wenn man auch durchlaufen kann? Okay, die Waffe ist leer. Wechsle ich eben auf die Magnum. Ah, hier. Eine Allianzwaffe nehme ich mir mit. Die kennt man auch schon. Man kann mit jeder Waffe jetzt so ranzoomen. Es ist eigentlich in Halo nicht notwendig, dass man das machen muss. Aber die haben es halt eingebaut. Aber es ist halt in jeder Waffe sieht halt unterschiedlich aus. Muss man sich dran gewöhnen, ob man das mag als Halo-Spieler. Ich brauche es nicht unbedingt. Orbitianer von allen Seiten. Wir könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Gezielt vorrücken. Nur schießen, wenn er treffen kann. Gezielt vorrücken und nur schießen, wenn man treffen kann. Okay. Die nehme ich mir auch noch mit. Magnum ist nämlich auch leer. Granate. Halten eigentlich ganz schön was aus, die Jungs. Und teleportieren sich immer. Einige Feinde werden mir irgendwie gar nicht auf der Minimap angezeigt als roter Punkt. Okay. Weil, wenn man sich nochmal das Ziel anguckt und wie die Waffe feuert, dann ändert sich gar nichts, ob ich jetzt mit LT ranzoome oder nicht. Ich glaube, die haben das nur gemacht, weil man aus anderen Spielen so gewohnt ist, dass man mit LT zielt, dass sie das hier auch so gemacht haben. Einfach damit man die Gewohnheit des Knopfdrückens drin hat. Alle Waffen leer hier. Hab ihn. Vale über dir, mach ihn kaputt. Hinter dir. Okay. Schöne Lichteffekte und so auf jeden Fall schon mal. Und das hier sieht auch schon ziemlich krass aus. Hey, ich guck mir das hier gerade mal an. Granate rein. Plasma-Granaten sehen ein bisschen kleiner aus, auch von Sprengradius eben hier. Wie die ganzen Geschosse an mir vorbeiziehen. Ne? Ah, hier ist wieder so eine Wand. Kann ich auch mal kaputt machen, oder? Ah, ich muss vorher sprinten. Jawohl, geht. Eigentlich müsste ich mal so einen Typen umlaufen. Mit dem Spartan-Ansturm. Okay, der ist auf jeden Fall vernichtet. Entdeckung. Ein bisschen vermisse ich das Rutschen aus Destiny hier. Würde eigentlich auch ganz gut reinpassen. Wolltest du mich gerade schlagen? Nicht, wenn ich dich zuerst schlage. Okay. Bereit gesichert. Weiter. Bereit. Gute Arbeit. Okay. Ich habe im Dossier gesehen, dass Dr. Horzi ihren linken Arm verloren hat. Wann ist das denn passiert? Das war Jewel. Keine Ahnung, wann oder warum. Bestimmt nicht wegen eines Streits, sonst hätte er ihr den Kopf abgehackt, nicht nur den Arm. Die Tür ist verschlossen. Blutsväter Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Die Artemis kann Blutsväter-Systeme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Interessante Gespräche. So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen auszustatten. Okay. Interessante Geschichte hier. Jewel Dahmer, das war der Allianz-Typ, der Eliten,
hat einen Arm von Halsey abgehackt. Das ist interessant. Okay, wir haben eine neue Fähigkeit. Wir können, wenn wir das Steuerkreuz nach unten drücken, die Umgebung scannen. System analysiert. Sieht aus, als wäre da ein Überbrückungsschalter nahe der Decke des Raums. Genau. Mal sehen. Das sollte reichen. Okay. Wird hier runtergefahren. Nice. Sehr nett von euch. Und die Tür ist offen. Tür ist offen. Die Artemis hat's gebracht. Locke, hört ihr das an? Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bringt den Kraken. Das war Jule Dama. Ein Crack? Was ist denn das? Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Was war denn das, bitte? Jule verzweifelt wohl. Wo hast du gelernt, sein Heli zu sprechen, Gail? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Wir haben ja ein Datenpad aufgesammelt, okay. Eins von 7? Verschwörungstheorie. Das ist die gleichen Muster auf wie vorherige Nachrichten, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Das würde ja Kommunikation implizieren. Vielmehr handelt es sich dabei um Echolotung. Ein Signal, das von Blutsfelder-Artefakten zurückgeworfen wird. Eine Kartierung. Auf der Suche nach, ich weiß nicht was. Was glaubt sie finden zu können? Okay. Die Stimme konnte ich gerade nicht zuordnen. War das Halsey? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie hier auch wieder eine neue Stimme bekommen. Das weiß man ja nicht. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Natürlich, wir müssen einmal komplett... Auf. Die Allianz versucht damit, durch die Linie der Prometaner durchzubrechen. Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Ja, das ist ein neues Spielzeug der Allianz. Es ist aber kein Scarab. Das ist irgendwie... Noch nie gesehen, so ein Ding. Krass. Finish it. Eine Elite. Hier sieht man das ganz gut, dass die Eliten größer sind als die Spartans hier. Und der Master Chief ist eigentlich genauso groß wie eine Elite. Also die sind halt früher durch die Experimente ziemlich stark gewesen. Und jetzt hat man halt eher wieder so kleinere Spartans in solchen Rüstungen drin. Aber dieses Viech hier, ey, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überall hingucken soll. Ich weiß, ich muss kämpfen, aber es ist so... Hier kriegt man schon wieder so viele Eindrücke an den Kopf geworfen. Krass. Granate. Verfolgt diese Soldaten! Ich soll einen Soldaten verfolgen? Welchen denn? Na, die Waffe ist leer. Hol mal eine Zweitwaffe hier. Okay. Hier ist eine Höhle. Ist hier was drin? Muss man echt mal Ausschau halten nach solchen Dingern. Hier kann man weiter. Für Geheimwege und so. Man kann jetzt nämlich auch wieder Schädel und so finden. Ist hier ein alternativer Weg. Neue Waffe mitnehmen. Okay. Läuft. Weiter in Richtung Horsys Position. Ich bin dabei. Hört er mal auf zu teleportieren. Kriegst eine Granate am Kopf. Oh, jetzt geht er weg. War ja klar. Das Ding zieht sich zurück. Der wird zu stark unter Beschuss genommen. Ey, das ist ein krasses Teil, ey. Da sind noch mehr oben.
Geh drauf da! Oben sind Geschütze noch. Die müssen auch weg. Hier ist, glaube ich, einer neben mir, ne? Ja. Feuerteam Osiris, gib mir gefälligst Rückendeckung! Der ist down. Wow, wow, wow. Alter, er hat mich voll erwischt. Down. Wenn der Soldat auf dich feuert, Vale, dann feuer zurück. Ganz ehrlich. Oh, ein Geschütz. Jawoll, ja. Nice, das geht doch gut hier. So Leute, kommt her. Die Tür geht gleich auf. Oh, die ist schon offen. Ich nehme das Ding noch mit, solange das noch Schuss hat. 18 Schuss. Ich bin halt ein bisschen langsam damit am Start. Egal. Muss ihm damals Autorität geschadet haben, als sich die Prometheaner gegen ihn wandten. Hat ihm Anhänger gebracht, als er sich als Blutsvater-Prophet aufführte. Julem Dama ist ein Opportunist, kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Version der Allianz zerbrechen würde. Wenn du mich fragst, könnte sie noch etwas schneller zerbrechen. Ja, ja. Allianz sind es also wieder auch mal wieder die Gegner. Wir sind nah an Horses Position. Hier ist ein Fenster. Kann man mal schauen, was da so abgeht. Die Schlacht wird weniger da draußen. Alter, was ist, wer ist denn er? Ach, so ein Springer schon wieder. Ja. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Der löst sich schon auf. Man. Hier sind aber noch ein paar mehr unterwegs. Zu Horsi durch. Wir brauchen sie lebend. Damn, Junge. Komm, ich will die Waffe noch gegen die Springer. Oh, da ist ein Grunt. Solange hier die Dicken hier sind, mache ich lieber mit dem Geschütz weg. Da ist noch einer. Die haben auch Schwerter dabei im Nahkampf. Nein! Ach Gott! Ja, jetzt hat er mich ganz... Mann! Aber das Gute ist zu wissen, wenn man auf dem Boden ist, man kann hochgehoben werden von seinem Team. Das ist neu in Halo. Das gab es früher nicht. Man konnte sonst Teamkameraden nicht hochhelfen. Aber der Springer kam halt an mit einem Schwert und hat mich dann noch gefinisht. Das fiese die fiese Sau, ey. Der Grunt war zu dicht. Ich habe mich mit der Waffe hier selbst geschädigt. Das war das Problem. Die Kerne der Springer sind angreifbar, ja. Da ist noch einer in der Mitte. Da ist noch einer. Die Waffe ist leer. Granate raus. Der hat die Granate geblockt. Die ist an ihn angeprallt. Das war eigentlich eine Plasma. Er hat die einfach weggeschlagen. Maria. Beim Anvisieren Feind drücken, um ein Ziel zu markieren. Ich kann die Ziele markieren. Ah, guck mal, ich kann meinem Fireteam Befehle geben. Der geht jetzt dahin. Alles klar, keine Gefahr mehr. Okay. Wir nähern uns Horsey und Jewel. Vorwärts, schnell. Geht klar. Okay. Ich kann sagen, wo die hingehen sollen. Nehmt und kann auch sagen, auf was die schießen sollen. Das ist auch neu. Man hat ja noch nie ein Einsatzteam. Hier ist noch eine... Das ist die Schrotflinte, ne? Ah, hier wird das Visier aber ein bisschen kleiner, wenn ich mit der Schrotflinte ranvisiere. Okay.
Catherine Halsey. Wo liegt das Problem? Es gibt mehrere. Wollen wir die Feinheiten des kausalen Abgleichs besprechen? Mehr menschlicher Sarkasmus. Sie haben also etwas von mir gelernt, Joel. Sie behaupten Zugriff auf die... Das habe ich. Allerdings behauptete ich nicht, dass dies sofort möglich wäre. Die Sicherheitslage ist instabil. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und zollen Sie mir gefälligst den Respekt, der der Hand des Didaktikers zusteht. Scheint, als wollten Sie offen rebellieren, Hand. Das reicht! Hey, Schönheit. Sichtkontakt. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Wenn sie noch so eine Übertragung sendet, peile ich... Ich habe genug davon, Doktor. Seit Wochen jagen sie vergeblich Phantomen hinterher. Halsey. Captain Lasky möchte mit Ihnen sprechen. Wurde ja auch langsam Zeit. Na gut, durch die Rüstung sind sie doch schon ein bisschen größer als normale Menschen, aber meiner Meinung nach ist der Master Chief immer noch ein Tick größer als die. In die Traufe. Mission 1 abgeschlossen. Und da ist die Infinity. Und Halsey hat wirklich einen Arm verloren. Vor 3 Wochen habe ich Ihnen meine Position geschickt. Ich hatte Sie gewarnt. Das besprechen wir später, Doktor. Palmer? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, worum ging's da? Gute Frage. 3 Wochen hat er die Position schon gewusst. Und jetzt kamen wir erst... Der Master Chief. Er vermisst Cortana. So angespannt habe ich den Chief seit der Grundausbildung nicht mehr erlebt. Ihm geht's gut, Fred. So viele Missionen hintereinander sind echt gut. Sierra 117, meine Chief. Team Blau hat Argent Moon geortet. Anzeichen von Feindaktivitäten. Aber sie ist noch hier. Verstanden, 117. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie Argent Moon. Legen Sie los, sobald Sie bereit sind. Bestätigt, Infinity. 117, enter. Viel Spaß damit. Danke, Kelly. Alle bereit? Bestätigt. Alles okay? Team Blau, ausrücken. Schleuse.
Wow! Der Master Chief ist mit Team Blau unterwegs. Da sind einige Charaktere dabei, die man noch kennt. MND-Forschungsstation. Der Kontakt brach vor 19 Monaten ab. Kikya-Plünderer entdeckten es und verkauften es an Julem Damas Leute. Wir schalten die Alice aus und übergeben sie dem MND. Das geht am schnellsten, wenn wir die Steuerzentrale unter Kontrolle bringen. Wir schalten alle Feinde auf dem Weg aus und deaktivieren Schwerkraft und Lebenserhaltung. Das Rechenzentrum ist direkt voraus. Dort können wir Agent Moons Lageplan abrufen. Okay, wir sind in einer alten MND-Forschungseinrichtung und müssen hier Sachen holen. Aber der Master Chief macht noch Aufträge für die Infinity hier am Anfang. Und zwei Leute aus seinem Einsatzteam sind noch von damals dabei, die auch mit ihm die Grundausbildung durchgemacht haben und auch die Experimente und so. Fred und Kelly. Kelly war übrigens die schnellste Spartan-Dame damals. Im Sprinten oder sowas war sie die schnellste. Und ist es, glaube ich, auch immer noch. Und jetzt sieht man sie hier mal im Spiel dabei. Kelly, ich kenne sie nur aus den Büchern. Und jetzt, wow, cool. Und der Master Chief auch am Start. Leute, aber das war die erste Folge hier von Halo. Die erste Mission komplett drauf. Ihr habt jetzt den Anfang gesehen, dass es hier mit dem Master Chief in der nächsten Folge auf jeden Fall weitergeht. Zum Rechenzentrum vorrücken, Team Blau. Ja, mache ich ja. Und wenn ihr Lust habt, das Let's Play weiter hier auf meinem Kanal zu verfolgen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der zweiten Folge von Halo auch wieder einschaltet. Und dann geht es hier weiter mit Team Blau und dem Master Chief. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und lasst eine Bewertung da und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Haut rein, Leute, bis dann. Ciao, ciao.